Mikrofon ist eingerichtet. Ich hoffe, die Bühnenrepräsentation gefällt Ihnen auch. Bevor wir hier in Medias Res gehen, möchte ich Ihnen zunächst das Kampfgericht vorstellen, das heute wertet. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein Hinweis, was sich heute Morgen alles abgespielt hat. Wir haben heute Morgen in zwei Bewertungsrunden durchgewertet. In diesen beiden Bewertungsrunden haben sich die Teilnehmer der internationalen norddeutschen Meisterschaft schon den kritischen Augen des Kampfgerichts gestellt. Und in diesem Zusammenhang mussten zwei Teilnehmer in den Männerklassen 2, in Männerklasse 1 und 3 leider aus der Wertung ausscheiden, sie sind nicht ins Finale gekommen. Ansonsten musste man sagen, es war schon mal so, dass eine Meisterschaft organisatorische Probleme aufgeworfen hat. Trotzdem waren Teilnehmer en masse da, die sich hier dem Wettkampf gestellt haben. Diesmal kann man wohl sagen, organisatorisch ist ja alles wunderbar gelaufen. Mit Sicherheit setzt diese Meisterschaft hier Meilensteine und die Flut der Teilnehmer ist ausgeblieben. Dennoch sind sehr, sehr hochkarätige Teilnehmer dabei, wie Sie im Laufe des Wettbewerbs auch feststellen können. Komm. Thank you.
Dankeschön. Meine Herren, richten Sie sich bei den Pflichtposen bitte so aus, dass Sie sich nicht gegenseitig behindern. Pflichtpose Nummer 1, Doppelbizeps von vorne. Schön, Jürgen. Dankeschön. Latissimus-Pose von vorne. Danke. Seitliche Brustpose bitte. Dankeschön. Im Rahmen der Rückenwertung zunächst Doppelbizeps von hinten. Ja, Dankeschön. Latissimus-Pose. Jürgen. Dankeschön. Seitliche Trizeps-Pose bitte. Fetziger Musik und Unterstützung des Publikums. Beginnen Sie jetzt. Thank you.
Bitte. Danke. Und dann weiter Bauernfeier. Dankeschön. Meine Herren, auch Sie haben jetzt Gelegenheit, ich hoffe, unsere alle Unterstützung zu einem freien Posing. Eine Minute beginnen Sie jetzt.
Applaus, die Bühne zu verlassen und sie für die Siegerehrung machen. Thank you.
Finale den fünften Platz belegte der Teilnehmer mit der Startnummer 2, Sascha Radke. Du brauchst ja nicht vielleicht noch für die Frontpose. Ja, meine Damen und Herren, so einfach ist das gar nicht hier, in etliche Augenpaare reinzuschauen, tatsächlich von den Wellen nicht noch geblendet. Deswegen diejenigen, die vielleicht hier nicht ganz überzeugt von der Stresssituation einzelner Teilnehmer sind, sind aufgefordert, sich vielleicht nächstes Mal selber vorzubereiten und sich hier dem Wettkampf zu stellen. Den vierten Platz belegt der Teilnehmer mit der Startnummer 8, Carsten Strassler. Dritter wurde der Teilnehmer mit der Startnummer 1, Jürgen Bolze. Ja, aber zwischen den beiden nächsten Teilnehmern wurde es schon sehr knapp und nicht immer durchaus schlüssig hier im Kampfgericht. Sie trennt im Endergebnis nur 3 Punkte. Mit 24 Punkten zweiter wurde der Teilnehmer mit der Startnummer 4, Ralf Kern. Und den ersten Platz mit 21 Punkten belegt er dann in der Startnummer 9, Ahmed Demir. Ja, und ich darf alle 5 Junioren der Junioren außer 1, denn sie sind alle Sieger. Sie haben sich durch eine Diät gezwungen, sich hier präsentiert und den Wettkampf gestellt. Unter unserem Applaus und damit in ihrer beste Frontpose für die Fotografen zu zeigen. Vielen Dank, alles Gute für die weitere sportliche Zukunft. Ich darf Sie um unseren Applaus bitten, die Bühne zu verlassen.